Für welche meiner Fragen zu H5P gibt es schon Antworten? Das ist zugegebenermaßen ein recht komischer Titel für einen Abschnitt in einem Kurs. Und ich gebe auch nicht die Antwort auf genau diese Frage. Aber ich bekomme halt immer wieder Fragen zu H5P, die kommen immer wieder. Und ich gebe dann immer wieder die gleichen Antworten. Und ich denke mir, es ist ganz sinnvoll, die mal zu bündeln. Das ist das eine. Das zweite ist, auch du hast natürlich die Möglichkeit, dich jetzt zu beteiligen, denn vielleicht hast du eine Frage und hast auch im Laufe des Kurses oder anderswo eine Antwort gefunden und hast das Gefühl, die könnte auch wirklich wichtig für viele Leute sein. Dann zeige ich dir, wie du eine Frage hast, darauf die Antwort erstellst und wo du die teilen kannst, damit andere Leute die auch finden können. Also darum geht es hier und ich würde mich freuen, wenn du dabei bist.